Und damit, so Freunde, und damit beginnt es. Ich bin ehrlich, ich liebe dieses Spiel. Sony Interactive Presents External Developer Studios Europe Quantic Dreams Detroit Become Human von 2018. Ich liebe das Spiel, weil es so geil ist. Und Russ. Willkommen zurück. Was möchten Sie heute machen? Ja, Leute, willkommen zurück, weil ich hatte schon meinen kleinen Playthrough. Aber ich habe nicht weitergespielt, ich habe auf euch gewartet. Deswegen geht es jetzt los. Neue Geschichte. Ja. Wir laden rein. Ich muss sagen zu euch, das Spiel liebe ich und hat eine Gänsehaut in mir ausgelöst. Aber wir sehen dann. 15. August 2038, 20 Uhr 9. Stock, Liberty. Vermittler vor Ort. Wiederhole. Vermittler ist jetzt vor Ort. Und jetzt beginnt es. Das erste Let's Play auf Alpha Daniel 00. Eine Familie, also ich habe das Spiel gespielt, dass sie ja die Familie wo wir jetzt sind. Und ich bin ehrlich, ich bin gespannt, wie ich jetzt darauf reagiere und darauf agiere, weil ich habe andere Gedanken jetzt. Und dieses Wein tut mir jetzt schon. Ein Fisch, Zwergfackelfisch, liegen lassen, retten. Retten. Fische sollten nicht auf dem Boden sein, sondern im Meer oder im Wasser. Softwarestabilität. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? No Kramer, wir Das müssen jetzt gehen. können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Das Krasse, was ich finde, ist. Es ist eine Gänsehaut, weil so weit ist das ja nicht von der Realität. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Das darf nicht passieren. Verhaltensabweichung. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Ja, Captain Allen, aber jetzt muss ich es nur wissen. 48%. Verstehe, was passiert ist. Rette die Geiseln um jeden Preis. Ja, lass uns mal das analysieren. Den Waffenkoffer, der gleich hier liegt. Ah, da haben wir was. Eine MS853 Black Havoc. Und da ist die Munition dafür. Und ja, ich habe es auf extra schwer gestellt, dass man nicht sofort sieht, wo es ist. Dass es noch spannender für euch ist. Aber der Anfang ist relativ noch überschaubar. Aber darf man nicht unterschätzen. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Haben wir noch was hier zu sehen?
Wir können uns hier umschauen. Nee, es ist noch ziemlich ruhig, also. Aber er hat die Waffe genommen. Und wir haben jetzt schon 51% Chancen auf Erfolg. Und wo haben wir noch was? Ah, das Bad. Aber hier ist erstmal das Kinderzimmer. Ich habe das gleiche Modell zu Hause. Ja, gut, aber... Dann hören wir uns an, was jetzt da ist. Ja, der heißt zufälligerweise wie ich. Es tut ein bisschen weh, weil, ganz ehrlich, wenn du selber Daniel heißt, dann fühlst du dich angesprochen halt, bin ich ehrlich. 58%, wow. Oh, ich habe einen Dialog freigeschaltet. Kinder hörte keine Schüsse. Aber was ist hier noch für uns zum Vorteil gerade? Also hier zum Beispiel die Sprüche jetzt wie jetzt "With you, the life you live, you will a life of." Ich bin ehrlich, das ist kein gutes Englisch für mich und ich hab's leider nicht verstanden. Muss ich gestehen. Das mal. Oh! Das tut weh, weil. Oh, wenn dein Dad erschossen wurde. Schusswunde, Kavalier, Lungenblutung. Ich kenne das Unterwort leider nicht. Aber. Aua. Schusswunde, Kavalier, linke Niere. Reformiert, also ich glaube durchgeschossen heißt das jetzt so viel wie. Aber Alter, das tut ja weh. Da haben wir doch noch. Nee, oder? Ja gut, das. Wer es ist? Verstorben Philip John. Nein. Aber das ist aufgeblieben. Warte, ich muss was sehen. Ah, da haben wir's. Schusswunde Kaliber noch, ne? Ah, Lungenblutung. Oh Gott, der hat ja richtig gut gezählt. Ein bisschen. Wir können es jetzt rekonstruieren. Ah, guck mal. Hier. Wenn man jetzt so sieht. Ja. Er saß da. Er hatte was in der Hand. Ah, jetzt. Der Android. Also Daniel. Ich sag lieber Android, weil ich fühle mich schon sehr persönlich damit. Hat gesehen, hat geschossen und hat, da ist das Ding, also das Tablet, so wie es aussieht, weggeflogen und hat dreimal geschossen in der Luft. Hm. 61%, das ist doch super. Tablet wieder. Ersetzt werden ist nie schön. Ersetzt werden ist wirklich nie schön. Alter. Fast 70%. Alter. Der hat wirklich Wut in seinem Magen. Wer bist du, mein Freund? Du bist P.O. Deckard Anthony. Auch verstorben. Schussrückstände. Okay. Und hier eine Schusswunde im Herzbereich, würde ich denken. Rechte Herzkammer profitiert, also getroffen. Ah, du siehst. Okay. Ja.
Geisel sah, die schießt. Oh. Aber stellt euch mal wirklich mal vor, Freunde, ihr seid in dieser Situation selber jetzt mal. Und. Ah, warte mal, nochmal. Der Polizist hat ihn einmal getroffen, so wie es aussieht. Warte mal. Ja, der hat ihn einmal getroffen. Ja! Warte mal, nochmal. Eine Sekunde zurück. Ah, ja, der hat den Abweichler verletzt. Da wurde er getroffen. Und seine. Oh. Das könnte unser Vor- oder Nachteil sein. Ich bin jemand, Leute, der macht alles lieber etwas langsamer, anstatt Heads. Androiden ist. Ach, ich nehme sie mit, ist mir egal. Sicher ist sicher. Ja, gut. Ja, gut, das Wasser muss jetzt, glaube ich, nicht mal kochen. Weil sie wollten, so wie es aussieht, Abendessen. Ich bin nur ehrlich zu euch, Freunde, ich habe bereits schon, ich kenne zwar die Szene, dieses Level, aber ich habe trotzdem Angst, dass wir verkacken jetzt. Modell PL600, Seriennummer, der Dank, dass er weg ist. PL600. Der Schuh von ihr, weil er hat sie ja mitgenommen. Und Freunde, mit 83% raus dann. Da. Haben wir noch was hier zu übersehen hier? Ja gut, da hinten noch das. Aber das ist der Fernseher und ich will jetzt nicht, dass er springt. Ach. Worauf warten wir denn? Knallen wir dieses Arschloch ab. Ja. Hi Daniel. Kein Schritt näher oder ich springe. Nein, nein, bitte, bitte nicht. Los, los, los. Alter, Leute. Hi Daniel. Oh. Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Oh. Nein, 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 nein. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann bitte mir helfen. Bitte hilf mir. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Ich weiß, dass du alles willst. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Du kannst ihn. Du kannst mich nicht töten. Ich lebe nicht. Ist mir egal, der Polizist ist mir wichtig. So komm. Bist du bewaffnet? Ja. Ja? Ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße. So. Jetzt nicht mehr. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen. Nein. Daniel, nein. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Ja, 91%, Freunde. Ich weiß, was bedeutet. Aber ich war nur ein Spielzeug, das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Einfühlen. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist.
Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Uff. Ja, 97%. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Annehmen. Verschwinde. Vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder... 99%! Ab welcher Stelle? Ich will das alle abhauen! Und ich will ein Auto! Das ist nicht möglich. Außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, passiert nichts. Komm. Ich will nicht sterben. Du stirbst nicht. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Ja, ja, ja! Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Ja. Oh. Das tut mir immer noch so weh. Gelogen, Connor. Du hast gelogen. Ja, ich hab gelogen. Aber um die Sicherheit des kleinen Kindes willen. Ja, Captain. Was jetzt? Dem Kind geht's gut, dabei ist ausgeschalten. Alles geschafft. Also hier zumindestens. Ja, hier sehen wir jetzt alles, was wir geschafft haben. Ja, ich habe auch andere Parts schon ausprobiert. Der Scharfschützen erschossen den Abweichler. Wir haben eine Sache nicht gefunden. Stimmt, wir haben hier Fernsehen gesehen. Wir haben den Polizisten gerettet. Ja. Aber guckt mal, hier allein am Anfang schon noch andere Möglichkeiten. Also 5 andere Möglichkeiten, dieses Level zu beenden. Das ist unfassbar. Das kann man nicht glauben, wie krass das ist. Oder hier unten. Wow. Und Weltstatistik. 40% haben nur das. Krass. Weiter geht's. 5. November 2035. Cyberlife. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, schon, spricht Zoe, 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Es wow. ist unfassbar. Aber ich glaube wirklich persönlich selber, das ist besser. Aber guck dir mal die Preise an. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Er macht absolut alles, was im Haus anfällt. Malern, Klempern, das ist eine Gänsehaut. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Danke, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Es ist ja nicht. Es ist so eine komische Verwendung. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Alter, Leute, die Kamera ist gerade ausgegangen. Verstehe. Ich weiß aber nicht, warum. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen.
Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Von meiner Tochter. AX-400. Registriere deinen Namen. Kara. Kara. Mein Name ist Kara. Und somit beginnt's. Und tut mir leid, dass jetzt die Kamera aus ist, aber es ist überhitzt, meine Kamera gerade. Aber wow. Ich sag euch, wie es ist. Diese Musik, diese Atmosphäre, das alles ist einfach unfassbar schön. Und ich glaube persönlich halt, so könnte eine mögliche Zukunft aussehen halt. Dass wir Haushaltshilfe haben wie Androiden. Also Roboter gibt's ja schon. Staubsaugersachen. Und menschliche Roboter sind halt auch nicht mehr weit weg. Und ganz ehrlich, wir wissen nicht, was morgen kommt. Und da hoffen wir einfach, dass alles gut wird. In dem Sinne, dass alles gut wird, dass wir immer noch Menschen sind und auch leben können. Aber die Musik ist wunderschön. Und jetzt bin ich still und ich lasse es euch genießen. Die Atmosphäre. Ich bewundere Quantic Dreams dafür, wie krass sie ihre Arbeit machen. Und David Cage erst recht. 5. November, am gleichen Tag, um 9.35 Uhr, 38. Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ich glaube, das reicht für einen Tag. Hier. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Oh. Oh, danke. Ich könnte gerade ein bisschen weinen, Freunde, weil es ein bisschen weh tut. Androiden spielen eher mit ihren Kindern anstatt die richtigen Eltern. Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Das ist einfach nicht krass. Also finde ich persönlich. Diese Vorstellung, was da abgeht alles. Das ist eine Gänsehaut, finde ich. Und warte auf grünes Licht. Okay. Aber es ist ja nicht so weit weg, dass man sowas hat. Wir schicken ja auch manchmal andere Leute zu uns zum Einkaufen. Nur weil wir keine Lust haben. Also so auf einen Hotdog. Erstmal, auf echten Hotdog hätte ich jetzt persönlich auch Lust. Hey. Weg da! Du verscheuchst noch meine Kunden! Ja, tut mir leid. Die Menschheit spielt Gott! Und er schafft Leben! Doch was für ein Leben ist das? Ein Leben aus Plastik und Metall! Ein Leben ohne Seele! Eine schlechte Kopie unseres Schöpfers! Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Und woher will man das wissen? Wir haben doch gerade nichts getan. Die Maschinen beobachten uns. Wir sind einfach nur entlang gelaufen und haben ihn angesehen. Fliegende Drohnen. Drohnen gibt es ja auch jetzt schon mittlerweile. Kinos.
einfach so, das ist so unwirklich, wenn man das manchmal so realisiert, finde ich, weil es halt unreal ist. Na gut, hier können nichts anderes machen mehr, außer reingehen. Aber es ist halt auch krass. Und ja. Wow. Aber sagt mir, was ihr wollt. Dieser Laden ist schön. Also ich bin auch gerne kreativ, deswegen sage ich wow. Dann verbinden wir uns mal, wa? Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Es ist so unwirklich, weil es ist ja wie online bestellen. Du drückst auf den Knopf. Fertig. Das ist halt krass. Aber wenn man so sieht, dass diese Androiden ausgestellt werden, die sehen ja komplett menschlich aus. So wie Nutzware. Ich benutze dich jetzt nur zum Arbeiten oder zum Leben als keine Ahnung was. Ja, allein das. Klar, Androiden sind Maschinen, aber so menschlich aussehende ist krass. Wir brauchen keine. Es tut weh einfach dieses. Ach nee. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach wirklich? Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Das. Seht euch das Scheißding nur an! Glaubt unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen. Komm, steh auf. Oh. Für jemanden, der auch Schmerz erfahren hat, ist das nicht nett. Komm, steh auf, mein Kumpel. Komm, aufstehen, komm. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Unfassbar. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Aber es ist krass, wie du fertig gemacht dafür wirst, wenn du anders bist. Und das ist, musst du keine Maschine dafür sein, um das zu... So brauchst du kein Android, um das zu realisieren. Androidenabteil. Sagt mir doch, was ihr wollt. Das ist Zweiklassengesellschaft. Das sind die Maschinen, wir sind die Menschen. Klar kann man das hier auf eine Stufe stellen, aber es tut trotzdem weh, diese Abgrenzung. Weil es ja Zweiklassengesellschaft gibt es auch in unserem Leben. Nur ohne Roboter oder Maschinen. Nur anders. Hätte noch was passieren können bei uns. Es hätte schon enden können hier unten. Krass. Wow. Das ist krass. Und das... sind wir wieder bei Kara, also beim AX-7.
400 Modell. Und Freunde, auch wenn es gemein ist, ab diesem Punkt machen wir einen Cut und reden weiter, wenn es normal weitergeht. Wir machen nur noch die letzte Cutscene und dann verabschiede ich euch bei der ersten Folge Detroit Become Human. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, wie geht es weiter in Detroit?